Den wir nachdenken, wir sind in der Serie, wir nennen es Freispruch, und ich möchte mit uns gerne noch einmal diesen Text aus dem 2. Korinther 3 lesen, weil es ist so wichtig, das Wort Gottes, ich kann viel erzählen, ihr Lieben, aber das Wort Gottes ist das Einzige, was definitiv niemals wankt und niemals fehlbar ist. Es ist unfehlbar. Fangen wir wieder an, sagt Paulus, uns selbst zu empfehlen. Oder brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir uns selbst tüchtig wären, das haben wir in der ersten Predigt angeschaut, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig oder tauglich gemacht hat zum Dienen des, zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Wie wird nicht vielmal der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Denn wenn der Dienst der Verdammnisherrlichkeit ist, so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit. Denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit. Denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war, wie viel mehr besteht das Bleibende in Herrlichkeit? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor, man könnte es auch anders übersetzen, gebrauchen wir große Freimütigkeit und tun nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Söhne Israel nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten. Aber ihr Sinn ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Dann aber, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Heute wollen wir uns über das Thema unterhalten, Hoffnung und Freimütigkeit durch den Freispruch. Hoffnung und Freimütigkeit durch den Freispruch. Ich habe uns etwas mitgebracht, und während ich das hole, bitte ich noch schon mal die zwei starken Männer, das Kreuz mir nach vorne zu bringen auf die Bühne. Wir haben ja zu Hause, das ist jetzt einer unserer Aktenordner, also so eine Aktenabhängung, ja? Kennt ihr das? Wer hat auch sowas Ähnliches? Irgendjemand, der Akten sortiert? Okay, manche sortieren, manche suchen noch. Okay, und solche Aktenordner gibt es ja, du hängst ja alles Mögliche ab. Erstmal die sinnvollen Dinge und dann manche Dinge, wo man sagt, brauche ich die einfach hier hinstellen. Danke, vielen Dank. Jetzt ist es ja so, dass es eine Akte gibt für dich und für mich. Eine Akte, wo der Feind und wo das Gesetz dir Vorhaltungen macht, was du falsch gemacht hast. Und wir sammeln in unserem Leben eine Akte an, ähnlich wie es der MFS getan hat in der DDR-Zeit. Ich weiß noch, als ich ganz klein war, da kriegte ich das mit, dass es ja bei uns Spitzel gab. Wir nannten die Spitzel. IMs, inoffizielle Mitarbeiter. Wir hatten ja in der DDR auch den AKÜFI,
den Abkürzungsfimmel, deswegen hieß das MFS und das ist, und IM. Und zur MFS hatten sie, haben wir auch gesagt, nicht Ministerium für Staatssicherheit, sondern wir haben gesagt, mir finden sie. Und man hat also ja eine Unzahl an inoffiziellen Mitarbeitern gehabt, die Akten angefertigt haben, um Anklagen zu finden gegen dich, gegen jede Person, die eben besonders die natürlich, die interessant waren. Für manche wurde nicht eine Akte angelegt, die haben, konnten dann später einen Persilschein beantragen. Das heißt, für sie gab es keine Akte, sie haben eine reine Weste gehabt. Aber es gab viele, die haben eben eine Akte gehabt. Und vielleicht haben wir Leute unter uns sogar, die aus den neuen Bundesländern kommen und über die auch eine Akte angefertigt war. Ich weiß noch, als mein Vater einmal nach Hause kam von der Arbeit, das war so vielleicht 5, 6 Jahre nach der Wende, man konnte ja dann Akteneinsicht beantragen bei der sogenannten Gauck-Behörde, weil unser dann kommender Bundespräsident Gauck für diese Behörde zuständig war. Man hat ihn als Pfarrer dazu berufen, diese Aufgabe zu tun. Und mein Opa hatte dann also diese Akteneinsicht, also mein Vater hatte einen Kollegen, meine ich, der hatte die Akteneinsicht und der kam ganz blass nach Hause. Der kam ganz blass zum Dienst und sagte, mein Vater, was ist los? Sagte er, ich habe heute meine Akte eingesehen und ich habe meinen Haftbefehl gefunden. Der ist natürlich nicht mehr aktuell, aber jetzt die Realisierung, ich wäre womöglich an einem Tag nicht mehr nach Hause gekommen. Diese Realisierung, es gab Anklage gegen mich, weil ich hier in der Klinik kein Spitzel sein wollte, haben sie das als Grund genommen, mir schon einen Haftbefehl auszustellen. Und so ging es vielen, die dann ihren Haftbefehl in der Akte gefunden haben. Aber der Regierungswechsel hat die Haftbefehle ungültig gemacht. Ist das nicht herrlich? Und genau das ist es ja, was passiert, wenn wir aus der Finsternis in das Licht Gottes unter seine Regierung kommen. Die Anklagen werden wirkungslos. Der Haftbefehl des Teufels, der ausgestellt wurde vom MFS, meine Fehler und Sünden, der ist nicht mehr aktuell, wenn wir es, und das ist der Schlüssel, wenn wir unsere Akte, und du hast Akteneinsicht, der Heilige Geist gibt dir Akteneinsicht, was sind dann eigentlich die Dinge, wo du versagt hast? Und wisst ihr, der Feind, der wird uns immer anklagen mit der Akte, der wird das immer versuchen. Und er klagt uns nicht nur mit unseren Sünden, deswegen meine Fehler und Sünden, weil er klagt uns nämlich auch mit unseren Fehlern an, weil er differenziert gar nicht zwischen Fehlern, also du hast irgendein Versäumnis gemacht, das ist gar keine Sünde gewesen, aber der Feind wird alles nutzen, um Verdammnis in dein Leben zu bringen. Und wir dürfen jeden Tag aufs Neue, und besonders dieses eine Mal in unserem Leben, wenn wir eine Entscheidung treffen für Jesus, dann dürfen wir unsere Akte bei ihm ablegen. Und wisst ihr, er macht nicht nur, okay, ist alles erledigt, sondern er sagt, ich nehme diese Konsequenz, den Haftbefehl, das Todesurteil, das hängt mit ihm am Kreuz. Das ist die Realität unseres Lebens. Und durch den Herrschaftswechsel passiert etwas, dass diese Akte komplett vernichtet wird. Nun ist die Frage, die ich uns heute stellen möchte, weil Paulus spricht, und ich nehme uns noch mal hinein in den Text, in Vers 12. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor. Ich möchte uns heute nur darauf konzentrieren. Wir haben Hoffnung. Und ich möchte dich heute fragen, wie ist denn der Zustand deiner Hoffnung? Weil der Freispruch, den Jesus gibt, der möchte in uns Hoffnung hervorbringen. Hoffnung ist ja die Erwartung, dass etwas Gutes passiert. Hier geht es nicht darum, ein Wunschkonzert zu haben oder ein Luftschloss zu haben oder Träumereien zu haben. Alles wird super rosarot. Nein, aber weil es wird ja nicht immer, ich weiß nicht, ob morgen ich eine Herausforderung habe.
Aber ich weiß eins, ich gehe mit Hoffnung hinein in den nächsten Tag, weil ich weiß, Gott hat Gutes geplant, selbst in den Herausforderungen. Er hat versprochen, er wird da sein, er wird sich drum kümmern. Er ist der Gott, der all das im Blick hat. Unsere Herausforderung ist, dass wir manchmal, jetzt nehme ich mal irgendwie was hier raus, okay, so ein. Manchmal haben wir in unserem Hinterkopf, manchmal laden wir das alles bei dem Herrn ab, beim Kreuz, und dann nehmen wir noch so eine Akte wieder raus. Und die tun wir bei uns zu Hause unter das Kopfkissen. Und dann raubt uns das Hoffnung, weil wir immer wieder sagen, der Herr hat vielleicht noch was gegen mich, weil ich noch was wieder rausgeholt habe oder etwas nicht wirklich in letzter Konsequenz zum Kreuz gebracht habe und ich selbst halte noch dran fest. Vielleicht ist es sogar, dass ich selber noch irgendwie versuche, naja, da kann ich ja versuchen, selber mich noch zu bessern oder das soll lieber nicht so öffentlich werden. Aber der Feind wird immer kommen und dich verdammen und wird dir Hoffnung rauben. Und ich möchte uns mal in ein Bild hineinnehmen. Hat jemand von euch schon mal diesen Gedanken gehabt, wenn du dich innerlich auf ein Gespräch vorbereitet hast? Was wird mein Gegenüber sagen? Habt ihr schon mal dieses Spiel gespielt? So? Und wenn der das sagt, dann werde ich das sagen. Und wenn der so reagiert, dann werde ich wieder so reagieren. Ging noch niemandem so vielleicht. Ich habe das schon mal gehört, dass manchen Menschen, die haben sowas schon erlebt. Man plant sich so die Unterhaltung. Ich möchte dich mal mit in diesen Gedanken reinnehmen, wenn du so eine Unterhaltung mit Gott führen würdest, wie würde die dann aussehen? Weil ich stelle fest, dass manches Mal unsere Herangehensweise an Gott nicht mit Hoffnung und Freimütigkeit geprägt ist, sondern dass Dinge reinkommen, die nochmal, vielleicht hat Gott ja noch was gegen mich. Vielleicht hält er noch so einen Trumpf in der Hand. Vielleicht bin ich doch nicht gut genug. Oder Gott hat eine verborgene, versteckte Agenda, doch nicht mir geben zu wollen, was er eigentlich gesagt hat, dass er gibt. Und wir gehen mit Vorbehalten, also jetzt nicht, dass du jetzt überlegst, wie bete ich jetzt eigentlich, sondern wenn du eine Unterhaltung mit Gott in deinem Kopf vorbereiten würdest, würde da noch in dir was mitschwingen, dass du sagst, vielleicht muss ich ihn ja davon überzeugen. Vielleicht will er mir das gar nicht geben. Vielleicht meint er es gar nicht so gut mit mir. Und ich stelle fest, dass manchmal wir noch so eine kleine Akte übrig haben. Und ich möchte uns so sehr ermutigen, in die Freiheit reinzukommen. Weil Jesus ist gekommen, damit wir alles bei ihm abladen können. Und manchmal braucht es, und deswegen meine große Empfehlung, in solchen Punkten braucht es oft ein Gespräch mit einer vertrauten Person, der mal reinschauen darf in diese Akte und indem du das offenbarst und der das dann nimmt und sagt, komm, wir zerreißen das und ich spreche dir Vergebung zu, damit du in diese Hoffnung und diese Freimütigkeit hineinkommen kannst, dass du die Schönheit der Vergebung für dich erleben darfst, in ganzer Tiefe und in ganzer Freiheit. Ich möchte dich deswegen fragen, wie ist denn der Zustand deiner Hoffnung? Bist du hoffnungsvoll oder kommt da immer wieder etwas rein? Und ich finde es so interessant, dass Paulus hier, der, obwohl er so angegangen wird und seine eigene Geschichte war nicht nur mit Ruhm gefüllt, sondern da waren so viel Versagen auch drin. Er hätte sich selbst die ganze Zeit zermartern können. Aber er sagt, ich komme zu euch mit Hoffnung und mit Freimütigkeit, weil etwas in ihm passiert wurde. Er wusste, all die Anklagen sind am Kreuz. Wie ist denn der Zustand deiner Hoffnung? Gott möchte dich segnen und beschenken mit neuer Hoffnung, dass du weißt, Gott hat gute Gedanken. Hast du es alles bei ihm abgelegt? Vertraust du ihm alles an? Es ist eine Einladung für Freiheit, alles zu ihm zu bringen. Alles, worüber wir uns schämen würden. Alles, worüber wir
wo Menschen uns bewerten oder verurteilen. All das bringen wir zum Kreuz, zu ihm. Und wir streichen es nicht schön an, sondern wir bekennen. Ihr Lieben, die Kirche Jesu ist eine bekennende Kirche. Nicht nur ein Bekenntnis für einen Gott, sondern es ist auch ein Bekenntnis, dass wir ihn brauchen und dass Vergebung für uns notwendig ist. Es ist eine einander bekennende Kirche und eine vor der Welt bekennende Kirche. Dass es einen Regierungswechsel gibt, der für jeden Menschen anbietet, deine Akte ist bedeutungslos. Ihr Lieben, ich glaube, der Herr ruft uns ganz neu, diesen Freispruch herauszuposaunen in eine Welt, die hoffnungslos ist und die so sehr Hoffnung braucht von einem Gott, dem nichts unmöglich ist. Und dann sagt Paulus weiter, wir gehen mit großer Freimütigkeit vor. Ich finde das ganz interessant. Da steht das Wort, könnte man auch anders übersetzen, gebrauchen wir große Freimütigkeit. Nun muss ich für 1,5 Minuten theoretisch werden und dann wird es wieder praktisch. Wenn wir dieses Wort anschauen, dann gibt uns das Griechische eine ganz, ganz interessante Verbform hier. Das Griechische kennt nämlich nicht nur das Aktive, also ich gehe oder ich schenke oder ich teile aus, sondern es kennt das Passiv, so wie wir, ich empfange, an mir wird etwas getan und dann gibt es die mediale Form, die dazwischen liegt. Und genau diese Form wird hier verwendet. Das heißt, es ist eine Form zwischen ich bin beschenkt, passiv, und ich teile aus, aktiv. Es ist genau dazwischen. Deswegen sagt Paulus hier etwas ganz Interessantes. Ich habe etwas empfangen und gebe aus dem Empfangenen heraus weiter. Es ist dieses Zusammenspiel, unser Leben mit Freimütigkeit, was wir ja auch übersetzen können mit Zuversicht oder Mut oder Kühnheit oder wie auch immer, das Freudigkeit. Ja, wir haben Zuversicht in der Bedrängnis zum Beispiel. Das gibt im Hebräerbrief ganz viel diese Zuversicht, diese Freimütigkeit in der Bedrängnis. Aber hier sagt Paulus etwas ganz Wunderbares. Wir haben etwas empfangen, was wir weitergeben. Das heißt, das ist ein Mut, eine Kühnheit, die nicht aus mir selbst ist, sondern aus dem Bewusstsein, beschenkt und gesegnet zu sein, aus der Fülle der Gnade des Herrn. Das ist das, was Paulus hier sagt. Wir gebrauchen Freimütigkeit. Es ist eine mediale Form, es ist aktiv und passiv zugleich. Und dann möchte ich dich fragen, bist du freimütig? Gebrauchst du diese Freimütigkeit, die der Freispruch Gottes dir gibt? Diese Freimütigkeit, die sich bewusst ist, ich habe etwas empfangen und aus diesem Schatz lebe ich gerne in Mut und in Kühnheit, aber es ist nicht aus meiner Kraft heraus, sondern aus dem Beschenktsein, aus dem Geglaubtwerden, aus dem Begnadigtsein heraus. Und das ist Paulus so wichtig, weil er sagt, die Akte liegt beim Herrn, wir sind tauglich, darüber haben wir gesprochen, wir sind tauglich für den Herrn, wir sind nicht mehr unter Verurteilung, sondern wir sind unter seiner Gerechtigkeit. Und jetzt dürfen wir voller Hoffnung sein und wir dürfen voller Freimütigkeit sein und wir dürfen das leben. Und ich merke immer wieder, wie genau diese beiden Punkte angegriffen werden. Da bin ich genau einer von euch. Weil Sorge kommt so schnell rein und möchte dominieren. Oder Mutlosigkeit. Oder dieses Zögerliche. Freimut ist auch etwas, was einen Schritt geht. Und das andere, Zögerlichkeit, wäre so ein Gegenstück dazu, dass wir sagen, na, ich warte mal, ich lasse die anderen. Freimütigkeit stürzt sich auch in etwas hinein, aus dieser Hoffnung heraus. Und ich möchte mit uns auch heute wieder in die Geschichte von Mose gehen, die wir letzte Woche schon mit dem Zelt uns angeschaut haben, weil die Geschichte geht ja weiter.
Mose war also in dieser Beziehung mit Gott und es war diese Einladung, hey, ich bin ein gnädiger Gott, der euch einlädt und in Jesus ist das vollkommen, wir haben Zugang zu Gott. Und wir lesen hier mal rein, den nächsten Vers. Mose nun sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst. Hören wir hier so eine Zögerlichkeit raus von Mose. So eine, ja Gott, du bist schon gnädig, und aber es ist ein Auftrag, den ich habe. Und du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen, ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen. Und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Ihr lieben, Mose kannte sehr wohl den Zustand dessen, dass er wusste, wenn Gott nicht mitgeht, funktioniert das alles gar nicht. Und er sah sich selbst sogar in der Bedrohung. Was passiert jetzt mit meinem Auftrag, den ich habe? Und Gott gibt ihm diesen wunderbaren Zuspruch, einmal ganz kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, das ist unser Trauvers von meiner Frau und mir. Er antwortete, mein Angesicht oder meine Gegenwart wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Er aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Ihr Lieben, wir sehen hier bei Mose, der eigentlich Zugang hatte zu Gott. Aber wir sehen auch diese Zögerlichkeit und dieses, oh, worauf soll ich hoffen, wenn Gott nicht mitgeht? Und ich glaube, dass wir auch uns immer wieder mal an diesem Punkt befinden. Aber wir sind nicht an einer vergänglichen Herrlichkeit, wie Paulus es sagt, sondern wir sind in einer bleibenden Gegenwart Gottes. Wir sind beschenkt, dass er sich uns nahen möchte und dass er alles auf sich genommen hat. Und wir dürfen aus der bleibenden Gegenwart Gottes heraus leben. Und dennoch kennen wir manches Mal diese Fragestellungen. Herr, bist du da? Gehst du mit? Wenn du deine Arbeit anschaust, deine Aufgaben anschaust, die Gott dir gibt, dann darfst du aus diesem Zuspruch Gottes herausleben, dass sein Angesicht, seine Gegenwart mit dir gehen wird. Denn das bringt Hoffnung in uns. Weil wenn er da ist, ist die Fülle seiner Ressourcen ja auch da. Und dann dürfen wir aus seiner Fülle immer wieder neu empfangen, Gnade um Gnade um Gnade. Weil wir uns gewiss sein dürfen, er hat gute Gedanken, er hat Gutes vor. Ich glaube, einige von uns müssen diesen Zuspruch heute Morgen hören. Gott hat Gutes mit dir vor. Gott hat Gutes für dich im Sinn. Wenn du alles bei ihm abgeladen hast, hat er keine geheime Akte mehr gegen dich. Sondern er hat all das getragen am Kreuz. Du darfst all die Verdammnis, all das immer wieder neu ablegen und unter dem Freispruch Gottes leben. Er verheißt dir nicht, dass es immer einfach ist, aber er verheißt dir, dass er gute Gedanken für deine Zukunft hat. Bei dir zu sein, dich zu stärken, dich durchzutragen. Und ich möchte uns fragen, wo begrenzen wir Gott, weil wir da hängen geblieben sind und sagen, oh, gehst du mit? Wo begrenzt du Gott? Weil Hoffnung sich noch nicht entfaltet in deinem Leben. Aber wenn wir nicht in der Hoffnung Gottes leben, dann begrenzen wir ihn. Dann lassen wir manche Dinge nicht zu. Vielleicht so manches, mit dem er dich segnen möchte, lässt du gar nicht zu. Deswegen möchte ich dir heute Morgen sagen, er ist da. Deswegen sagt Paulus, geh nochmal weiter in den Vers 17 aus dem dritten Kapitel, wo der Geist des Herrn ist. Da ist Freiheit. Er hat Freiheit für dich geplant. Und er ist da.
Freiheit, wahre Freiheit, gibt es nur aufgrund der bleibenden Gegenwart Gottes. Wo der Geist des Herrn ist und er ist nicht, dass er sich von dir, oh, heute mal nicht, oh, heute habe ich Urlaub, heute bin ich nicht da. Nein, er ist immer da. Der Geist des Herrn ist bei dir, er ist mit dir, er ist in dir. Und diese Hoffnung darf sich entfalten in dir. Und die Grundlage ist, dass sein Angesicht mit dir geht und dich zur Ruhe bringt. Nicht dein eigenes Können und Verstehen und deine eigenen Fähigkeiten. Mose lebte aus diesem Blick heraus, der Gegenwart Gottes. Und das Zweite, was weitergeht, jetzt wird Mose richtig kühn. Jetzt lesen wir mal weiter. Woran soll ich denn erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf der Erde ausgezeichnet werden? Der Herr antwortete, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen. Denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne deinen Namen. Hier nochmal dieser Zuspruch. Ich bleibe dabei. Jetzt ab Vers 18. Er sagte aber, und jetzt wird Mose richtig kühn. Jetzt wird Mose richtig mutig. Jetzt ist was in ihm angesprungen. Gott geht mit. Er hat es mir versprochen. Er ist da. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Er antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Yahweh vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir. Da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felshöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Es ist so spannend, dass Mose einen sagt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Also er möchte Gott. Interessant, davor stand ja schon, wie viel Herrlichkeit schon offenbar war mit Wolkensäule und so weiter. Hier geht es um, eigentlich geht es, mein Angesicht wird mitgehen. Das heißt, meine Natur, der, wer ich bin. Ja, also Mose sagt hier, zeig mir, manche übersetzen es auch, zeig mir dein Angesicht. Zeig mir, ich möchte dich mehr entdecken. Ich möchte mehr von dem, ich möchte die Fülle von dem sehen, wer du bist und wie du bist. Was für eine kühne Bitte, ihr Lieben. Wenn wir Hoffnung und Freimütigkeit haben, dann bitten wir nicht mehr kleinlich oder so ein bisschen, sondern dann dürfen wir sagen, Herr, ich möchte dich viel mehr erkennen. Ich möchte dich in der Fülle entdecken. Und Mose erlebt, wie Gott darauf eingeht. Hier kann ich jetzt nur wirklich ganz in kleinen Auszügen auch diese Parallele zu Jesus. Es ist so wunderschön. Wo stellt Gott Mose erst hin? Auf den Fels. Jesus ist dein Fels. Wir dürfen Hoffnung und Freimütigkeit haben, weil wir auf einem unerschütterlichen Fundament stehen. Das ist Jesus. Jesus ist dein und mein Fels. Und jetzt war natürlich die Realität, Mose kann diese Fülle all dieser Güte und Gnade und Herrlichkeit und wow, das kann Mose gar nicht ertragen, weil Gott sagt, wenn du mich siehst, wirst du sterben. Und was tut er? Er stellt ihn in die Felsspalte und hält seine Hand davor. Nur in Jesus bist du sicher. Das ist das, was hier die Voraussicht auf Jesus ist. Nur in ihm bist du sicher.
Du könntest Gott niemals begegnen. Du würdest zerbrutzeln in dem Augenblick. Aber aufgrund dessen, dass er seine schützende Hand vor dich hält und sagst, in mir bist du doch sicher. Ich bin deine Zuflucht. Ich bin der, bei dem du dich bergen darfst. Da darfst du kühn bitten und darfst, ich darf in der Gegenwart Gottes sein. Ich darf bei ihm sein. Und Mose entdeckt und sieht in dem Vorbeigehen Gottes, wow, so groß. Und er sieht ja nur einen Schatten davon. Er sieht ja nur eine Voraussicht. Aber was für eine Kühnheit steckt dahinter? Und jetzt kommt's, wenn wir jetzt diesen Vers nehmen, dann können die Leser damals nur mit offenem Mund Paulus diesen Brief gelesen haben und gesagt, das gibt's. Weil er sagt nämlich, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Zeig mir deine Herrlichkeit, ist das Gebet. Und Gott antwortet ein für alle Mal in Jesus. Und wir dürfen ihn mit unverhülltem Angesicht, dürfen wir Jesus anschauen. Gott, der seine Güte, seine Gnade auf dieser Welt wandeln lässt, weil er dich und mich so sehr liebt. Gott, der auf diese Erde kommt und nicht einen Keil zwischen die Erde, Menschen und sich vertreibt, sondern vielmehr einen Freispruch, eine Einladung. Kommt alle zu mir, dass Hoffnung und dass Freimütigkeit kommt. Warum darfst du dich wagen, einen mutigen Glaubensschritt zu gehen? Weil er Gnade ist, weil er Hoffnung schenkt und weil er dich mit Freimütigkeit beschenkt und du sie gebrauchen darfst und darin leben darfst. Mose, der hier in diesem Felsen ist, und ich lese da drin keine Angst, sondern Mose, der sagt, wow, Gott geht mit. Seine Herrlichkeit ist da. Und ja, es war eine vergehende Herrlichkeit. Das deutet Paulus oder sagt es ganz klar. Es war nur ein Schatten. Und wenn wir diesen Vers lesen, dann geht es gar nicht anders, als dass wir zurückgehen zu dieser Geschichte, dass wir nicht das Angesicht Moses anschauen, sondern jetzt schauen wir dieses Angesicht des Herrn an, wie Mose eine Sehnsucht hatte nach dieser Freimütigkeit. Jesus hängt am Kreuz. Und daran denken wir in dieser Passionszeit. Jesus hängt am Kreuz und er betet für dich und für mich. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir hören unserem Messias zu, unserem Erlöser und unserem Erretter. Und er betet für dich. Und er meint jedes einzelne Wort für dich, dass ihm Vergebung so wichtig ist. Und wir dürfen in dieser Hoffnung der Vergebung leben. Wir dürfen in der Freimütigkeit leben. Haben wir alles bei ihm abgeladen? Leben wir aus dieser Hoffnung? Ich lade das Lobpreisteam ein, dass es nach vorne kommt. Denn ich möchte uns nochmal auch in diesen innerlichen Gedankengang mit hineinnehmen. Erlebst du gerade Hoffnung in deinem Leben? Oder fehlt dir Hoffnung? Fehlt dir gerade Hoffnung für das, was du auch spürst, was vielleicht Gott geplant hat? Paulus schreibt hier ja diesen Brief in eine Situation hinein, in der er alles andere als hoffnungsvoll sein könnte. Oh Mann, wenn ich die wiedersehe in Korinth, dann werden die mich ganz schön durch den Fleischwolf ziehen und was auch immer. Aber er sagt, wir kommen mit Hoffnung und wir gebrauchen Freimütigkeit. Ich glaube, dass Gott uns ganz neu aussenden will und segnen möchte mit dem Bewusstsein der Hoffnung und der Freimütigkeit. Entschiedene Schritte im Glauben zu gehen, nicht weil unsere Kraft das hergibt, sondern weil seine Kraft es hergibt.
Und ich glaube, dass Gott uns immer wieder neu auch vor diese Frage stellt: Vertraust du mir, hoffst du auf mich bedingungslos oder denkst du immer noch, dass ich was gegen dich habe? Dass irgendwie, so ganz segnen will ich dich nicht, so ganz gebrauchen will ich dich nicht. Und ich möchte dir die Frage stellen: Gibt es eine Akte, die du noch bei dir hältst? Oder gibt es einfach der Feind, der dir immer wieder was vor Augen wedelt und sagt, guck mal, ich habe noch was gegen dich. Und du aber heute sagst, nein, ich komme einfach zu Jesus. Weil sein Kreuz, das schreit Versöhnung, schreit eine Hoffnung, die über alle menschliche Vernunft hinausgeht. Diese Hoffnung, die er gibt, die ist nicht menschlich zu erklären, sondern die geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Diese Hoffnung, die können wir nicht produzieren, die können wir nicht irgendwie erarbeiten, die können wir nicht uns intellektuell erwirtschaften. Sie geht nur, indem die Kraft des Heiligen Geistes uns erfasst und Jesus uns groß macht, sein Werk, dass wir sagen, ich halte fest an ihm. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit Freude und Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung. Und wie sollen wir überreich sein in der Hoffnung? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Römer 15, Vers 13. Haben wir nicht auf den Folien. Das war ein Extra. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist nichts anderes im Sinn führt, als Jesus in dir, durch dich, über uns, unter uns, um uns herum groß zu machen. Er möchte diese Kraft, diese Herrlichkeit, die Vergebung, die Befreiung, er möchte es transportieren, sodass wahrhaft Hoffnung entspringt, mitten hinein in deine Situation und du Freimütigkeit gebrauchen kannst. Das heißt, du gehst auch Schritte in dieser Kühnheit, in diesem Mut mit ihm. Wozu fordert dich Gott gerade heraus? Gibt es was, wo Gott dich gerade ruft? Wo er dich gerade herausfordert? Der Heilige Geist möchte es in dir beleben. Vielleicht können wir zusammen aufstehen und ich möchte zuerst einmal jeden Einzelnen fragen, der hier ist, der du noch keine Beziehung hast mit Jesus. Du kennst ihn noch nicht als deinen Erlöser, als deinen Herrn. Und vielleicht läufst du mit der Akte rum, all die Dinge, die angehäuft sind. Und die sind angehäuft einfach aus einem Grund. Wir sind geboren in der Gottesferne. Die Bibel sagt, dass wir sind in Sünde geboren. Wir sind nicht geboren von unserem Urzustand her, weil der Mensch sich entschieden hat, ohne Gott zu leben. Gott hat keine Enkelkinder. Ja, oh, ich bin doch christlich aufgewachsen, es reicht nicht. Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Und diese Akte deiner Sünde, diese Trennung zu Gott, all das, was gegen dich steht, wo steht, was du angehäuft hast, was dich trennt von Gott, all die Dinge, die aufgehäuft sind. Die Entscheidung für Jesus ist ganz einfach erklärt mit dem: Jesus, du hast es am Kreuz getragen. Und ich bringe dir mein Leben. Ich lege diese Akte bei dir ab. Bekomme neues Leben von dir. Vergebung. Weil er für alles das bezahlt hat. Und dieses Angebot gilt für dich. Jeder ist gemeint. Gott schließt niemanden aus. Egal wie schlimm es ist, was du in deinem Leben getan hast, nichts hält ihn davon ab, dich zu lieben und für dich ans Kreuz zu gehen. Du darfst heute ihm Antwort geben. Du darfst gerne nachher auf uns zukommen. Wir wollen mit dir beten. Du kannst jetzt in deinem Herzen schon sagen, Jesus, ich bringe dir all das. Und ich möchte das aber auch, diese Entscheidung ganz bewusst tun und geh gerne nochmal zu jemandem und sag, lass uns gemeinsam beten. Ich möchte mit dir beten, mit dir zu diesem Jesus kommen. Aber für uns alle, während wir jetzt wieder in die Anbetung gehen, werden nochmal zwei Lieder auf jeden Fall miteinander singen. Möchte ich das Gebetsteam und auch diejenigen, die Freiheit haben, aus dem Gemeindeleitungsteam einladen, dass wir uns rechts und links von der Bühne verteilen.
Denn ich möchte dich heute dich einladen, während wir alle anbeten, dich zu fragen, lebst du in dieser Hoffnung? Lebst du in dieser Hoffnung oder gibt es was, wo du sagst, Jesus, ich muss ganz neu einfach zu dir laufen, zu deiner Gnade? Und gibt es etwas, wo du Freimütigkeit gebrauchen darfst, wo Gott dich ruft, Freimütigkeit zu nehmen und darin einen Schritt zu gehen? Da möchte ich dich einladen, dass du gleich, während wir singen, nach vorne kommst. Vielleicht können wir uns schon mal positionieren vom Gebetsteam. Das wäre gut, wenn einfach dieses Signal schon da ist. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du gerade jetzt hier bist. Und du bist der Hoffnungsspender. Du bist derjenige, der Hoffnung gibt. Du bist derjenige, der Hoffnung austeilt. Du bist derjenige, der in deiner Kraft alles neu macht und uns diese Macht des Werkes Jesu offenbart. Und ich möchte das bitten, dass du es tief hineinschreibst, dass die Lügen auch des Feindes, der Sorgen und Zurückhaltung und Vorhaltung, ich möchte jemandem einen Zuspruch geben, Gott hat keine Vorhaltung mehr gegen dich, wenn es unterm Kreuz ist. Gott hat keine Vorbehalte, dass er denkt, vielleicht nicht. Und ich glaube, dass es einige von uns richtig hören müssen, diese Gnade ist da, diese Hoffnung ist da. Du darfst Freimütigkeit nehmen und darin leben. Und Heiliger Geist, damit will ich dich bitten, dass du das hineinschreibst in unsere Herzen. Diese Freimütigkeit von dir. Weil du einen Freispruch über uns gegeben hast. Eine neue Regierung. Wir sind unter deiner Herrschaft, nicht unter Herrschaft des Feindes. Wir sind unter einer neuen Regierung, in der du auf dem Thron sitzt und du das Sagen hast, Jesus. Und du bist auf dem Thron unseres Lebens. Und wenn du heute auch da sagst, ich möchte Jesus ganz neu diesen Thronplatz in mir geben. Irgendwie habe ich selbst angefangen, wieder Dinge zu übernehmen. Und ich gebe ihm heute wieder diesen Thronplatz in mir. Auch dann darfst du zu den Gebetshelfern nach vorne kommen. Wir wollen gern mit dir beten. Lass uns diesen König ehren. Lass uns voller Vertrauen zu Jesus kommen, der Hoffnung und Freimütigkeit in dein Herz hineinschreibt. Danke, Jesus.